Ja, eine kleine Denksportaufgabe für fortgeschrittene Bachata-Fans. Dieser Stern besteht aus jeweils zwei kompletten Farbspitzen in sechs Farben. Man sehen kann. Ich drehe das mal kurz. So, hiermit könnte ich jetzt das Video beenden, weil jeder das für sich dann selbst herausfinden könnte, wie man das macht. Aber ich zeige jetzt trotzdem, wie ich das zusammenbauen kann. Ich fange bei zwei kompletten Farbspitzen hier an. Nehme etwas größere Module. Ich verwende hier die Trinity-Module mit einem Spitzenwinkel von 60 Grad. Dann ist das Farbmuster in den Spitzen besonders schön zu sehen. Aber man kann natürlich auch die normalen Bachata-Module verwenden. Gut, es ist natürlich, wenn man bereits ein Muster hat, so wie ich jetzt, dann muss ich nicht so lange überlegen. So, an diese Module werden jetzt die äußeren Module angehängt, die äußeren Spitzen. Also nach meinem Muster. Will ich da oben blau haben, zur Seite dann das Gelb. Dann muss ich natürlich hier unten auch das Gelb wiederholen. Und als nächstes dann das Grün ums Eck rum. Zwei Spitzen habe ich dann. Das drehe ich gerade rum. Da kommt mir natürlich als erstes dann auch wieder das Grün dran, damit das beieinander ist. Und auf der anderen Seite dann das Orange. Das ist mal ganz ungewohnt, das so zu machen. Das ist einfach eine Herausforderung mal. So, hier geht es dann mit Orange weiter. Und Blau fehlt mir noch. So, jetzt nehme ich gerade die Module, die blauen. Um die miteinander zu verbinden. Das sind ja, sollen ja gleichfarbige Ecken werden. Eine ist fertig. Die Verbindung zur nächsten. Und mein letztes blaue Modul. Rein damit. So, die sind da. Auf der anderen Seite die grünen werden genauso miteinander verbunden. Jetzt habe ich so etwas. Zwei blaue Ecken, zwei rote, zwei grüne. Jetzt nehme ich mir die vor, die seitlichen. Und da müssen die Ecken ja dann senkrecht untereinander stehen. Also verbinde ich die gerade miteinander.
baue dann hier auch die zweite orangefarbene Ecke an. So, auf der anderen Seite die gelben miteinander verbinden. Jetzt fehlen mir zwei gelbe. Ups, runtergefallen. So, da sind sie, die zwei. Dann sieht das Ganze etwas unförmig aus, aber das macht nichts. Die zwei roten, senkrecht dazu, orange und gelb und daneben die blauen. So, und das soll jetzt ein Stern werden. Mir bleiben noch meine fünf weißen. Jetzt verbinde ich erst einmal die, wo sowieso schon vier da sind. Vertun kann ich mich ja jetzt nicht mehr. Auf der anderen Seite. Da mal eine ganz andere Art und Weise, den Stern zusammenzusetzen. Für Leute, die es mal knifflig wollen. So, das ist das letzte Modul. So, und hier beim letzten wieder alle Flügel, sag ich mal, nach außen klappen und der Reihe nach in diese Laschen reinlegen. Beim letzten auch wieder über den Finger biegen und ein wenig hier hinter setzen. Kann man sehen, ein bisschen hinter die Ecke. Und an der Stelle, wo sowieso schon der Knick ist, lässt es sich hier hineindrehen. So. Jeweils zwei Farbzacken, komplett. Der Stern ist fertig. Viel Spaß!